Das Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel will ab dem nächsten Schuljahr keine Klassenfahrten mehr anbieten. Das hat die Personalversammlung nach heftiger Diskussion mehrheitlich beschlossen, teilte deren Vorsitzender Andreas Lehe mit. Nicht betroffen seien vorerst Wandertage, Austauschfahrten, Tagesexkursionen und Studienfahrten, ebenso bereits geplante und gebuchte Fahrten. Die Lehrer wehren sich mit dieser Entscheidung gegen den Beschluss der Landesregierung, die Arbeitszeit für Gymnasiallehrer um eine Unterrichtsstunde auf 24,5 zu erhöhen. Die Vorsitzende des LMG-Schulelternrates, Sonja Riemer, kritisiert die Entscheidung der Lehrer. Das Thema soll in der nächsten Schulelternratssitzung erörtert werden. Dankeschön.